Hey ho, Leute, Doktor hier mit einer neuen Folge Pein. In der letzten Folge habe ich das Grab der Sprungkönigin erkundet und anschließend einen hohen Felsen erklommen und von dort aus der Ferne eine Höhle entdeckt. Das Ergebnis, das werde ich den Tambas jetzt mitteilen. Das heißt, dieser, ja, ich nenne es mal diese Unterquest von der Hauptquest, die Forschung, scheint dann abgeschlossen zu sein, sodass ich die nächste angehen kann. Wir werden sehen. Ach, guck an. Hier hat man ein bisschen was liegen lassen. Da freut sich der Dritte. Mein Gott, wie viele Schnapper mussten denn hier leben lassen? Der Marker kann weg. So. Schlammrübe. Das klingt aber lecker. Da mache ich mir doch gleich mal eine Schlammrübensuppe. Nicht. So, Moment. Ich wollte ja mir mal angewöhnen, jetzt hier und da die Drohne mal steigen zu lassen. Zu schauen, ob ich nicht noch die eine oder andere Amphiskuskugel hier auftun kann. Guck mal, hier haben wir eine Kiste. Hinter mir. Mal abwarten, was er noch so entdeckt. Ja, Tatsache, da hat er noch eine. Cool. Sehr schön. Warte mal, hier. Das ist der lila Marker oder lila, rosa, wie auch immer. Okay, hier oben muss es irgendwie so eine Kiste geben. Kann allerdings sein, dass die dann wieder von irgendeinem so Mechanismus umgeben ist, den man jetzt knacken muss. Ich glaube, das würde ich jetzt nicht noch angehen wollen. Ach, hier ist das. So, das hier ist dieses Gebilde, was ich erklommen habe. Und da hinten irgendwo habe ich dann eine Höhle in großer Entfernung gesehen in der letzten Folge. Ach, guck an. Ja, da braucht man wieder einen Albama-Schlüssel. Wie komme ich denn an solche Albama-Schlüssel? Weil das hier ist ja so ein einfacher. Ach nee, das ist ein Albama-Schlüssel. Äußergeherhose als Idee allerdings. So. Gucken, was die so kann. Nee, hier, da, das ist die Äußergeherhose. Eine Dreierhose. Hm. Was habe ich jetzt gerade an? Die einen da noch. Ach, ich habe noch meine allererste Hose an. Waffenrock genauso. Oder? Habe ich das an? Nee, Waffenrock habe ich den hier an. Ein Zweier. Und da habe ich noch die alte Sammlerhose. Ja, dann wäre das gut. Das wäre ein Sprung von 1 Stern auf 2 Sterne. Morgenheu bräuchte ich. Okay.
Da ist schon das Tamba-Haus. Aber die Kugel, die würde ich mir ja ganz gerne noch eben holen. Ich hau mal mir eben so einen Schnapper-Oberschenkel rein. Jawollo. Das ist auch noch eine Kiste. Okay, nee, eine Kugel gibt's hier nicht mehr. Packe ich wieder ein, mach den Marker weg. Hier hinter mir, da. Da soll noch eine Kiste sein. Autsch. Da sind aber viele Schnapper. Nee, wie ich da jetzt reinkomme, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Naja, gut. Dann gucke ich nochmal weiter, weil Bergelit brauche ich noch 3 Amphiskuskugeln. Und für die Herstellung von meiner Hose brauchte ich, was war das? Morgenheu. Das gibt's nämlich auch in der Region hier, weiß ich. Beziehungsweise gibt es in der Nachbarregion. Hier im Sumpf gibt es das nicht.
Aber die Nachbarregion, die kommt jetzt gleich. Ob in die Richtung. Da sehe ich Schlüsselgraphit. Das hier könnte welches gewesen sein, Mist. Schon wieder die Region. Gucken, ob die Drohne mir da weiterhelfen kann. So, da ist noch eine Amphiskuskugel, cool. Da werde ich mal gucken. Ja, die Drohne kann halt nicht anzeigen, da ist Heu, da ist Holz, da ist dies, da ist das, sondern der stellt das nur in so Gruppen dar. Hier sollte was zu futtern sein, meine ich. Und es ist Karant, was hier zu futtern ist. Wunderkerzenfalle. Explosiver Stolperdraht. Gut, gut. Nehme ich mit. Okay, Bergelit. Ja, Bergelit relativ selten. Glaube ich hier in der Region, ne? Was hatte ich da nochmal markiert? Achso, ich glaube, diese Nahrung oder was auch immer, ne? Ja. Na gut, dann. Morgenheu und Bergelit, das muss ich jetzt finden. Mhm.
Da wächst doch irgendwas. Ja, Wollo. Muss gerade mal gucken, wie viel ich brauchte. Ja, 2 Stück. Dann kann ich jetzt die Hose machen. Beziehungsweise herstellen. Cool. So, die rüsten wir direkt aus. Zack, neue Hose, bessere Rüstung. Bam. Vorsicht, mit dem bin ich verfeindet da hinten. Mit dem Volk. Nein. Ah, ja, so. So, und jetzt muss ich mal gucken. Warte mal, das nehme ich mal mit. Da hinten habe ich auch irgendwas gesehen. Ist das Beagelit? Ich glaube. Ja. Perfekt. Grob in der Region gibt's noch was. Schauen wir in den Schnapper-Oberschenkel rein, so. Oh oh. Oh oh. Oh nein, die haben mich entdeckt. Da vorne kommt der nächste, ey. Nein. Geil, dann noch die Schnapper hier. Schon habe ich mich mit der halben Karte angelegt, ey. Nein. Genau. Oh nein, das ist abgeerntet. Hier, hier.
Da könnte man auch noch hin. So in der Ecke. Da ist auch noch was. Oh shit, da sind die ja schon wieder. Oh shit. So, brauche ich aktuell zwar nicht mehr das Morgenheu, aber was wir haben, das haben wir. Guck an. Nehmen wir auch noch mit hier das Spital. Da haben wir doch schon Bergelit. Cool. Wunderbar. So, ich hab die Drohne nochmal hoch. Mal gucken, was die noch so entdeckt. Dann könnte man da auch noch mal gucken beim blauen Marker. Da müsste auch noch Bergelit sein. Was sind denn diese Schatten hier? Weiß ich gar nicht. Tag Team. Nein, Leute, was ist mit euch? Ihr Idioten. Ach, der nächste, ey. Und die treffen einfach wieder mich.
So, mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen Bärgelied auftun kann. Ah, da. Ja, da ist auch noch was. Cool. Okay, dann habe ich jetzt alle Sachen für Groff. So, die Marker mache ich mal wieder weg. Den auch. Sehr schön. Frage, also Groff würde jetzt sogar auf dem Weg liegen. Dann gehe ich erst dahin, dann kriege ich wahrscheinlich wieder irgendein Ausrüstungsteil, dann gehe ich endlich zu den Tambas und berichte denen von meinen Ergebnissen. Ja, so mache ich das. Aber nicht mehr in dieser Folge, Leute, denn die hat ihr Ende erreicht. An dieser Stelle geht es dann nahtlos in der nächsten Folge weiter. Ich hau mir noch ein Schnapper-Oberschenkel rein und noch ein Schnapper-Oberschenkel rein. Einfach, weil ich es kann und hab. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann seid gerne auch beim nächsten Mal dabei. Bis dahin.